Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Age of Mythology. Mission 4 steht an. Und zwar ein schöner Plan. Die Griechen und ihre Verbündeten aus Atlantis treffen ihre Vorbereitung für den Sturm auf Trojas Haupttor. Was auch sonst. Los geht's! Ah, Odysseus, einer der Helden von Atlantis, entsandt, um in meiner Armee zu kämpfen. Akanthos, ihr kennt sicher den berühmten Odysseus. Ich hörte von ihm. Euer Ruf eilt euch voraus. So wie der eurige. Seid ihr bereit für den Angriff? Euer Rat wäre uns bei der Planung sehr hilfreich. Als Befehlshaber habe ich mich um die Pläne bereits gekümmert, Odysseus. Ihr und Akanthos beginnt mit euren Armeen die Belagerung der Tore. Das ist ein guter Anfang. Was geschieht mit den restlichen Armeen? Ajax und ich halten unsere Männer in Reserve. Sobald ihr durchgebrochen seid, stürmen Ajax' Männer herein, um die trojanische Verteidigung zu brechen. Danach komme ich und rette Helena. Na, das kann ja was werden. Meister. So, wir... Es gibt in der Nähe hier kein Gold. Wir müssen eine von Trojas Minen finden und erobern. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Hack ein bisschen Holz. Ich brauche jetzt Holz. So viel Holz. Ja, auch hier weiß ich wieder vieles, aber nicht alles. Hier ist das Gold, das wir brauchen. Hier ist es. Mein Gold! Alles meins! Scheiße. Das ist allerdings unschön. Eine Handelskarawane! Sie versorgt Troja mit Gold! Das können wir unterbinden! Hep. Und hier ist auch ein kleiner Fehler, den Machern... unterlaufen, und zwar war ja Odysseus nicht der Held von Atlantis, sondern, wie wir alle wissen, von Griechenland. Oder von irgendeiner Insel in Griechenland. Aber es war nicht Atlantis, das kann ich euch versichern. Atlantis ist ja bis heute mehr eine Sage als alles andere. Obwohl ich schon zugeben muss, dass das auch was Reizvolles hat. So Atlantis finden und so. Wisst ihr, was ich meine? Das hat schon an für sich was ganz Schönes. So nach dem Motto, Träume können auch wahr werden. Ja, ihr werdet sie wahrscheinlich in jedem Part sehen. Ich liebe Mauern. Wahrscheinlich das Beste, was es im ganzen Spiel gibt. Mauern, Türme. Nee, aber... So habe ich halt einfach die Ruhe. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, ich nehme hart... Oder ich mache es mir einfach schwerer, als es in Wirklichkeit ist. Und, mache es halt ohne Mauern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie was reden möchte oder... irgendwie was anderes, dann komme ich da halt nicht zu, wenn ich da gerade angegriffen werde. Dann werde ich halt einfach unterbrochen. Und das ist halt ärgerlich. Und deshalb sage ich mir ganz ehrlich, mauerst du dich ein bisschen ein, hast ein bisschen chillig und kannst dann im Anschluss irgendwie was anderes und die Gegner mit einer dicken Armee plätten. Ist zwar nicht unbedingt die schönste Art, aber... wenn es hilft, dann hilft es. Natürlich hat er mich jetzt komplett gespäht. Das ist jetzt natürlich Käse. Warum bist du immer noch da? Du bist ein Bug. Ein dicker Bug. Ein nerviger Bug. Wenn ich das mal so sagen darf. Holzwall kann nicht gebaut. Du Blödmann. Verschwind. Mach, dass du Land gewinnst. Du nimmst mir die Reliquie mit. Reliquie sind, ja. Was sind Reliquien? Artefakte, die man finden kann in jeder... oder so gut wie auf jeder Karte. Und jede gibt halt ihren eigenartigen...
eigenartigen, einzigartigen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Boni. Und zwar in dem Fall ist es zum Beispiel, die Kosten für Weiterentwicklung in der Waffenkammer sind geringer. Damit ich diesen Bonus allerdings bekomme, darf der Held den nicht die ganze Zeit mit sich rumschleppen. Das wäre ja auch für den armen Helden so eine kleine Qual. Ich brauche Gold. Ich brauche Gold. Und zwar muss Trojas Rüstung. Was war das denn jetzt? Achso, das war der Speer. Man muss es einfacher gesagt, man muss es im Tempel ausstellen. Quasi wie so ein Museum. Und solange diese Reliquie jetzt dort verweilt, haben wir die Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, hey, das ist unsere. Die gibt uns dann diesen Bonus. Ich meine jetzt das mit dieser Waffe. Oh, scheiße. Wie kommt ihr denn jetzt dahin? Das ist doch ein Scherz. Geht mal bitte dahin. Na, was macht ihr denn da? Alter, es ist unfassbar, wie dämlich Leute sein können. Komm. Wie dämlich muss man eigentlich sein? Jetzt mal ganz im Ernst. Zurückzugehen? Ich weiß, es ist nur KI, aber trotzdem, man kann ja wohl ein bisschen Hirn erwarten. Jetzt darf ich mir nämlich die ganze Kacke, darf ich mir wieder bauen. Hab dafür natürlich wieder mit Gold bezahlen müssen. Ist schon geil. Aber sobald wir im nächsten Zeitalter sind, sind unsere Goldprobleme sowieso weg. Inimidivici. Dann gibt's nämlich was anderes Nettes. Das werde ich auf jeden Fall auch zeigen. Denn das, was Troja kann, können wir auch. Das ist natürlich die Frage. Ich könnte mich jetzt hier abschotten. Müsste ich allerdings einen Kutter bauen. Und dann bräuchte ich auch wieder Gold. Ach, das kostet doch alles wieder. Natürlich, natürlich bist du auch da. Ey, das ist das. Also, gerade ist der Wurm drin. Eben hatte ich mehr Glück in der Aufnahme. Ich mache ja immer pro Woche so 2 Level. Ist schon was Feines. Felder könnte ich auch noch gebrauchen. Oder ich gehe komplett auf Fisch. Müsste ich allerdings hier. Und dann da. Ich habe die. Achso, da sind sie. Ich wollte schon sagen, wenn ich euch verloren hätte, das wäre schlimm. Holz kriege ich auf jeden Fall genug. Gold mit... Liebe Freunde, ich mag euch ja. Ich liebe Besuch. Aber nicht ihr. Nicht ihr. Nicht ihr schon wieder hier. Ich werde dann hier noch einen Turm hinsetzen. Oder ich baue hier einen hin. Da wäre ein guter. Das wäre eigentlich. Das ist eigentlich voll die gute Idee. Da bin ich, glaube ich, noch nicht drauf gekommen auf diese Idee bisher. Dann kann ich mich nämlich gegen die Schiffe von dem Typen hier wehren. Das ist nämlich ein gewisser Herr. Zyzikus? Fragt mich nicht, wer das ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann der einem ganz nett auf den Sack gehen. Und mit ganz nett meine ich wirklich ganz nett. Hier haben wir noch eine große Goldmine. Also an Gold soll es uns jetzt nicht mangeln. Erstmal. Mit der hier sowieso nicht. Haben wir, glaube ich, 8000 oder 10.000 Gold insgesamt jetzt gerade mal erobert. Und wieso habe ich eigentlich nur
Ach so, ja. Der eine baut ja gerade noch. Ich würde mich allerdings nicht so gerne auf Fisch alleine verlassen. Obwohl, das ist natürlich auch eine gute Methode, um ein bisschen... Esto. Dann machen wir Zinn, dann haben wir das auch schon. Dann sind wir hier quasi gegen Schiffe immun. Oh lol, nein, 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 nein. Lass mich. Au. Schnell. Danke. Baue ich da unten drei Türme hin und dann so... Oh, scheiße. Wie kommt ihr denn jetzt dahin? Hört auf. Lass das. Ich brauche hier oben Türme. Dringendst. Ich habe immer Angst, das sind Feinde. Glaubt ihr mir das? Mach die Biege, Mann. Nehme ich hier oben noch die zwei Fische in. Wenn ich euch erstmal los bin, indem ich da eine Mauer habe. Irgendwie übertrieben Bunkerei. Die übertriebene Bunkerei, die ich hier mache. Egal. Egal. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen noobig deswegen, aber... Es ist vom Spiel so implementiert, also kann ich es auch benutzen. So einfach ist das und jeder hat seine eigene Spielweise für diejenigen, die mich kritisieren wollen. Die einen bunkern lieber, die einen rushen lieber, die anderen genießen lieber den Kampf. Beziehungsweise die Demütigung für den Feind. Machst du da oben? Ich habe ja jetzt Angelstellen frei. Ich habe ja jetzt quasi das gesamte Ding hier erobert. Warte mal, geh mal bitte dahin. Hier haben wir auch noch Fisch. Seht ihr das? Dann brauchen wir auch gar keine Felder anzulegen. Dann können wir uns die Nahrung einfach per Fisch holen. Ist ja auch was Feines. Warum sollte ich es nicht mitnehmen, wenn es vom Spiel schon vorgegeben ist? Da würde ich mir ja sonst nur schwer, unnötig schwerer machen. Dum-dum, dum-dum. Esto. Esto. Baust du hier mal ein Lagerhaus. Noch ein bisschen Signalfeuer, damit ich eine größere Reichweite habe. Zu gucken natürlich. Nur gucken, nicht anfassen. Lässt du das bitte sein? Das ist verdammt gefährlich, was du da machst. Nahrungsgedöns brauche ich jetzt nicht. Ja, das ist gerade richtig gut. Die stehen da richtig gut. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, dass ich so einen durchschlagenden Erfolg damit erziele, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Da. Gehen wir mal ins nächste. Gehen wir nicht ins nächste und lassen das einfach sein. Warum auch nicht? Ich habe ja noch gar keine Häuser, fällt mir mal gerade auf. Ach, ist das schön. Ist das schön, wenn so ein Plan klappt, den man sich da selbst ausgedacht hat. Jetzt habe ich einen Fischkutter, der nichts macht. Vergiss es, du gehst dahin. Der baut ja eh nur Fischkutter. Hoffe ich. Wäre besser für ihn. Für ihn, für mich, für alle. Und so weiter und so fort. In mehrfacher Ausführung, versteht sich natürlich. In der Tat habe ich erstmal
den Typen von seinen Lebensmitteln abgeschnitten. Ach, das ist schön. Der wird jetzt weiter immer... Wie viel Holz kostet das? 50 Holz da reinstecken. Irgendwann hat er keine Bäume mehr bei sich. Und dann hat er Pech gehabt. Und ich... Ich chill mir hier ein. Quasi so ein kleines Pläuschen mit meinen Leuten. Reden über alte Zeiten. Was nehme ich denn? Kavallerie war lustig. Hier habe ich allerdings noch ein bisschen Heilung. Und einen Unterweltzugang. Unterweltzugang ist ganz geil. Zeige ich aber noch, warum der so geil ist. Ja, das ist eine Festung, mein Lieber. Du hast da oben eine Festung. Und ich hier unten. Obwohl, ich habe früher diese Mission geliebt. Ich finde diese Mauern von Troja, die sind einfach nur extrem geil. Kann man mir sagen, was man will. Die kann man leider nicht bauen. Was ich extrem schade finde. Aber sie sind extrem geil. Kann man erst im nächsten. Da war ja was. Das ist eine Scheiße. Tada. So, jetzt habe ich auch viel mehr Ruhe gleich. Weil die gleich alle gegen meine Wand prallen werden. Und ich es dann so viel einfacher habe, euch irgendeinen, irgendwas vom Pferd zu erzählen. So passt es eigentlich. Mal gerade. Fangen wir mal an mit der Operation. Ich reiß euch den Hintern auf. Hier, das könnten wir natürlich auch später noch nehmen. Allerdings für 426 lohnt sich das nicht wirklich. Da sag selbst ich nö. Es muss auch einen Kosten-Nutzen-Faktor haben. Gut, hier bist du. Hier sind wir nämlich gleich direkt vom Feind. Hier ist nämlich der Marktplatz. Und wenn ich gleich hier oben einen Zugang zur Unterwelt mache, können die mir gar nichts. Da setze ich den hier oben hin. Die kommen hier ja nicht dran wegen ihren eigenen Mauern. Natürlich, wenn ich sie niedergerissen habe, ist das was anderes. Aber wenn ich erstmal die Produktion hier angekurbelt habe, ihr glaubt doch nur nicht, dass die dazu kommen, auch nur meinem Unterweltzugang ein Damage. Na gut. Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ihr glaubt ja wohl nicht, dass ich es zulassen werde, dass sie es dann platt machen werden. So rum. Ich brauche mehr Fisch. Das schnell. Na komm. Ich weiß, ihr wollt doch nur spielen. Aber solange die nur Transporter bauen, soll es mir egal sein. Solange da keine Türmen rauskommen, brauche ich noch verbesserte Türme. Oder ich glaube eher siedendes Öl. Scheiße. Scheiße, scheiße. Oh, oh, oh. Da ist nämlich noch ein Verbündeter von Troja. Den auszulöschen wird allerdings ein bisschen was dauern. Deshalb ignoriere ich den meistens auch. Der greift auch in dem Sinne überhaupt nicht an. Also, da bräuchte ich mir keine Sorgen machen. Der setzt halt auf die altbewährte Methode einfach mal per Wasser kommen. Also, durchs Wasser kommen. Er geht dann einen meist immer mit seinen Kriegsschiffen auf den Sack. Da bin ich doch ganz froh, dass mir die Idee mit diesen Türmen gekommen ist. Weil ich hatte erst die ganze Zeit überlegt, wie mache ich das? Mache ich das so oder mache ich das so? Nee. Allerdings gibt es jetzt gleich noch eine andere Art, Gold zu gewinnen. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Wird allerdings noch ein bisschen was dauern. Man nehme allerdings schon mal so ein Dorfzentrum. Etimos. Ich brauche noch zwei, die Gunst erschaffen. Ich brauche noch ein bisschen Gunst.
Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch ein paar mehr Holzhacker gebrauchen. Egal. Erstmal die Türme auf Vordermann gebracht. Und die Mauer eventuell gleich auch noch ein bisschen verbessert dann. Das ist das Maximum, was man machen kann. Und dann sind wir tutto completo fertig. Ich glaube, diese Mission, wir sind ja jetzt schon bei 20 Minuten und es ist noch nicht viel passiert. Außer, dass ich mir ein dickes Land zu eigen genommen habe. Soll uns ja auch jetzt so nicht schädigen. Also, wer sowieso Spaß an Age of Mythology hat, der wird es so oder so mögen. Nee. Ist halt nur zeitaufwendig, aber das ist ja jedes Strategiespiel. Mehr oder weniger, nö? Manche Leute wollen es halt einfach nicht lernen. Da ist auf jeden Fall genug Holz. Ich glaube, Akanthos sagt auch noch was dazu. Muss ich mal gerade gucken. Vulome. Vulome. Pani. Ah, sagst du noch was? Vulome. Orthos. Nö, scheinbar nicht. Scheinbar habe ich mir das eingebildet, dann war es in einer anderen Mission. Ist ja auch egal. Bob. Jetzt können sie gerne mal versuchen, da durchzukommen. Das wird ihnen nämlich jetzt auf keinen Fall gelingen. So. Wenn wir jetzt noch genügend Gold haben. Prostagma. Verfluchte Kacke. So, geht doch. Das ist nämlich ein Marktplatz. Da kann ich... Also, bei den Griechen sind es Esel. Nehmen und hier hinschicken. Und je weiter weg der Weg ist, desto mehr Ertrag erzielt diese Eselskarawane, wenn sie später wieder zum Marktplatz zurückkommt. Allerdings muss man sich dann abwägen, ob es sich dann lohnt. Weil je nachdem, ob der Weg zu kurz ist oder nicht, kann man entweder den perfekten Betrag raushaben oder einfach nur einen bescheidenen Betrag. So nenne ich es einfach mal. Ist halt situationsbedingt. Kriege ich erstmal mehr Nahrung. Wie gesagt, in den meisten heroischen Zeitaltern, also von den meisten Missionen her, brauchst du nur ein paar Esel. Und dann hat sich das Ganze. Im übertragenen Sinne. Ich brauche noch ein paar Häuser. Nee. Brauch noch Waffen. Verbesserte Waffen sind immer gut. Zumal stärke ich damit auch noch unsere Tür. Ich frage mich, warum die so selten angreifen. Vielleicht hätte ich es doch auf schwer stellen sollen. Aber ich habe jetzt einmal auf Mittel angefangen. Jetzt kann ich nicht einfach hingehen und sagen, komm, machen wir doch auf schwer. Könnte ich zwar machen, aber ich weiß nicht, ob das dann so gut kommt. Damit es zumindest mal ein bisschen spannend wird, weil zuzusehen, wie die ganze Zeit hier diese armen Fischkutter platt geschossen werden, ist ja auch auf Dauer langweilig, ne? Was machte das nochmal? Ne, das brauchte ich nicht. Was mache ich denn? Mal ein bisschen hier alles so ein bisschen weiterentwickeln. Ich habe das Gefühl, ich brauche... Wohl oder übel doch ein bisschen mehr. 50, na, okay. Ich muss ja nichts hier forschen. Aber dass ich zumindest genug Nahrung habe, um eine Armee aufzustellen. Oder um die Verbesserungen zu machen. Mach ich das. Mach ich das. Mach ich das. Wollt ihr nicht zu mir kommen? Ist die Mauer so abschreckend? Ihr braucht doch nur ein paar Katapulte, Mann. Ein bisschen Action. Rambazamba und so. Ich muss mal gerade so einen Schluck trinken. Währenddessen
Weil die ganze Zeit sich so ein bisschen dumm und dämlich quatschen, ist auch nicht das Wahre. Es geht auf Dauer echt auf den Hals. Mehr oder weniger. Da kommen sie! Sie haben noch nicht die Mauer gesehen. Der eine ist nicht mal hier und schon tot. Alter, das ist übertrieben, was ich da gebaut habe. Okay, ich muss zugeben, das ist selbst für mich ein bisschen übertrieben. Das ist ein bisschen sehr übertrieben, was ich da gemacht habe. Egal, ich find's geil. Jetzt hat er einen Zauber gewastet für 4 Einheiten, die quasi instant kaputt gegangen sind. Versteht mich nicht falsch, dieser Zauber ist nicht dämlich, der ist gut. Allerdings für ein paar... Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich baue noch ein paar mit Feldern. Das geht mir sonst ein bisschen zu langsam voran hier. Nee. Könnte ich noch hingehen und sagen, ich baue... Bau mir dann gleich auch noch einen Kornspeicher, bitte. Ich muss noch was forschen. Zumindest die verbesserten Felder und so. Sonst lohnt sich das Ganze hier überhaupt nicht. Du hackst wieder Holz. Hier muss ich nichts machen. Da auch nicht. Du baust mir. Zack. Zack. Dann fangen wir mal an, hier richtig durchzupumpen. Hier ist kein Ende in Sicht. Ich könnte natürlich jetzt schon hingehen und sagen, ich greife da schon ein bisschen an, aber dann wüssten sie, was ich vorhabe. Das ist auch nicht im Sinne des Erbauers. Des Erbauers, hä? Ich habe zu viel Dragon Age gespielt. Greift der Typ jetzt doch an? Wenn ja, fände ich es mal cool. Hier soll mal wieder ein bisschen Action passieren. Hier passiert ja überhaupt nichts. Soll ich noch ein bisschen Bogenschützen, falls ich auf Bogenschützen wechseln will. War mal ins Nächste. So. Hier haben wir das mystische Zeitalter. Jetzt könnte ich wählen. In denen hier ist natürlich noch eine Wassereinheit dabei. Deshalb sind da zwei mythische Wesen abgebildet. Gibt auch bei manche Götter, die haben dann auch noch mystische Kreaturen zu Wasser. Das ist zum Beispiel jetzt eine Skila oder halt hier Karkinos. Ich wähle aber meistens immer den, weil mir der Zauber so geil gefällt. Boah, Alter, was ist dein Problem? Lässt du mich hier bitte mal in Ruhe? Nur weil ich die ganze Zeit deine Kuta kaputt mache? Heißt das noch lange nicht, dass du mir hier auf die Nerven gehen kannst. Wo sind wir denn hier? Das brauche ich gerade nicht. Jo. Ich glaube, ich brauche noch ein paar mehr Felder. Jetzt habe ich so 18 Nahrungstypis. Komm. Ey, du Blödmann. Lass mich doch in Ruhe. Ich will doch nur spielen. Wo war der jetzt? War der Holzhacker? Ich weiß es nicht. Ich sag einfach mal ja. Gib mir die allmächtige Schatzkammer. Diese allmächtige Schatzkammer, so wie ich sie schön nenne, die macht nämlich Folgendes. Die gibt mir einen stetigen Ressourcenzufluss von jeder Ressource. Und sieht auch noch geil aus. Heißt, ich krieg jetzt quasi von allem mehr als genug. Prostagma. Esto.
überall so ein bisschen. Kommt hier mal so ein bisschen Leben in die Bude. Junge, du hast ein Problem. Nee, das wollte ich. Wieso kann ich das? Muss ich nicht verstehen. Früher konnte man das immer im Hafen bauen. Mittlerweile scheinbar nicht mehr, aber da bin ich ja nicht up to date. Jung, sonst geht's dir aber noch gut, ne? Ich hätte das eigentlich jetzt erst alles machen müssen. Weil mit dieser Fähigkeit, die ich gerade aktiviert habe, werden alle Kosten, die entstehen, von der Waffenkammer aus, nicht gegen null, aber sie werden schon stark ver... Was willst du? Wieso schon wieder da das Update? Leche? Drei normale Toxoten. Da wirst du ja bekloppt. Da wirst du bekloppt im Kopf. Na komm her. Das ist unlustig. Das ist sehr unlustig. Egal, wir können uns heilen. Mal abgesehen davon, dass er einen Hippikon von uns gekillt hat. Aber, sei es drum. Jetzt haben wir alles Elite. Jetzt können wir hingehen und sagen, wir pumpen uns jetzt nur noch Einheiten raus. Das mache ich jetzt nämlich auch. Ich werde nur noch hingehen und sagen, baut mir mal ein bisschen was. Zwar ein paar Felder an. Machen wir hier mal ein bisschen. Na, 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 na. Das wird jetzt lustig. Vielleicht dazwischen noch ein paar. Kosten verflucht viel Holz, wenn ich das mal so sagen darf. Dadi, dadi. Das hier sind im Übrigen Zusatzhelden. Die könnte man auch in einer normalen Zufallskarte könnte man die bauen. Diese Helden hier nicht. Gut, Odysseus ist mit bei Zeus tätig. Den könnte man noch bauen, deshalb ist er hier nicht angewiesen. Aber Akanthos ist nur in der Kampagne verfügbar. Das wollte ich hier nur nochmal angepriesen haben. Ihr kommt mit hier hin. Das wird jetzt gleich ein Schlag, den er gleich kriegt. Soll ich jetzt noch eine Festung bauen? Ich mach's einfach mal. In der Festung, das ist quasi so, so ein Turm, nur in XXL. Schießt schneller, macht mehr Schaden, kostet aber auch mehr. Ja. Und da drin können bei den Griechen Spezialeinheiten ausgebildet werden, die recht stark sind. Hopliten. Ich mag Hopliten. Außerdem sind sie bei Zeus sind sie OP. Wir haben ja noch einen extra Schadensbonus, wie man da sehen kann, gegen Gebäude. Und eine Geschwindigkeitserhöhung von 0,5%. Das klingt nach nichts. Sieht auch fast nach nichts aus, ist aber was. Besser man hat es als nicht. Ist was, komm, diese scheiß Schiffe weg. Euch brauche ich nicht. Ich brauche Landkraft. Nicht Mannkraft, Landkraft. Ups. Das war die Pest. Okay, das war asozial. Etemosch. Mach ich so. Werden beide gleichzeitig produziert. Jetzt können wir nämlich hingehen und sagen, dass ich die Taktik
von gerade eben, die ich eben besprochen habe, machen werde. Wird zwar ein bisschen dauern, aber seid gespannt darauf. Wenn ich es noch ganz korrekt machen will, würde ich es hier starten. Sieht besser aus. Aber es soll ja nicht besser aussehen, wir sollen ja nur loslegen. Das ist im Übrigen noch eine Goldmine. Ihr seid solche Geier. Guck mal, wer da ist. Und wir haben auch noch immer unseren Zauber Blitz und Wiederherstellung. Das heißt, wir können noch richtig rocken. Weil Blitz, habt ihr ja gerade eben gesehen, killt eine Einheit. Egal, was für eine Einheit es ist, sie stirbt. So. Hallihallo, lieber Freund. Das ist doch ein Drecksack. Ich muss auf jeden Fall den Zugang zur Unterwelt schützen. Auf jeden Fall. Nein, ich habe mich verklickt. Entschuldigung. Solange die hier stehen, ist der sicher. Jetzt müssen wir uns 37 Sekunden gedulden. Das machen wir aber sinnvoll. Ich werde gucken, was der Gegner hat. Ich kann ihm jetzt vielleicht noch nichts wegbrezeln, aber ich kann mich von der Stärke des Gegners vergewissern. Oh ja. Aber wir haben ja viele, viele Hopliten. Nee, das schaffen wir. Kein Problem. Easy. So. Weiter geht's. Wo waren wir gerade? Ach, die Griechen wollen unseren Marktplatz zerstören. Wenn wir unseren Handel verlieren, kommt uns das teuer zu stehen. Tut mir leid. Ich konnte einfach nicht mehr an. Der Fluch. Je mehr Karawanen wir zerstören, umso weniger Soldaten können die Trojaner. Griechischen Hunde sind zu den inneren Wellen vorgedrungen. Ja, und die bleiben da nicht, mein Freund. Das glaubt ihr ja wohl. Isvoli! Wir müssen unsere Handelskarawanen schützen. Alter, die Handelskarawanen, liebe Freunde, sind gerade euer letztes Problem. Nein! Das war natürlich... Ich würde sagen, das haben wir gut erobert. Der Drops ist hier so gut wie gelutscht. Die letzten Verteidigungsanlagen fallen und damit war es das auch. Ich meine, die Mission hat ja auch jetzt schon lange genug gedauert. Wir sind jetzt schon bei fast 40 Minuten. Und... Ja, aber das ist das halt. Atlanta und Odysseus greifen unser Haupttor an. Troja wird niemals fallen. Oh doch. Das Tor ist zerstört. Ich bin durch. So, wie es weitergeht, seht ihr allerdings erst nächste Woche. Seid gespannt und wir sehen uns wieder. Bis denne.